Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar ein neues Format. Gesund versus ungesund. Gesund und ungesund sitzt doch hier, oder? Das wollte ich jetzt nicht so ansprechen, aber das ist raus. Ihr kennt das Prinzip und du kennst das Prinzip. Wir ziehen einen Zettel und dann kriegen die Sachen geliefert. Lina Lieferservice. Runde 1. Du darfst natürlich als Gast als Erster anfangen. Let's go. Oh, Digga. Ja, direkt gesund. Ungesund kann auch was Geiles sein. In deiner Welt ist, glaube ich, ungesund immer was Nices, oder? Ich weiß nicht. Was machst du, Digga? Freundschaft für immer. Ist nicht ein Freundschaftsfilm? F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Ich mag den Song nicht, ich mach jetzt auf. Oh, direkt ein Burger. Es war für mich gedacht eigentlich. Ja, gelaufen. Ich habe extra Plant-Based geholt sogar. Oh, ui. Den werde ich mir so schmecken lassen. Was hab ich jetzt? Bestimmt Trash. Danke, Lina, übrigens. Oh. Wie du dich gefreut hast. Absolut eklige Sch***. Weil es hier so richtig saftig rein. So komplett rein. Oh mein Gott, das ist so lecker. Was ist das für einer? Big King, oder? Mh, einer meiner Lieblingsburger. Ich stelle mir vor, dass hier auch ein Burger. Tschüss, es ist bitter. Junge. Ey, das ist das Ekligste, was ich seit Tagen gegessen habe. Willst du nicht so ein bisschen neutralisieren, diesen ungesunden Geschmack? Du darfst gerne mal beißen. Schon okay. Ich ziehe diesen Duft rein. Oh, fast schon satt geworden vom Riechen. Es ist echt lecker. Sogar warm noch. Hab's gerade eben besorgt. Hab's nur für dich besorgt. Hab's dir besorgt. Weiß man nochmal in deinem Salat. Guck mal, wie schmackhaft der aussieht. Ich habe auf jeden Fall nach diesem Video mit Lina ein Wörtchen zu reden. Das nicht gehört, dass ich gesund habe. Er braucht es, nicht ich. Runde 2. Wo ist denn das Ding? Hier in meiner Hose. Das geht schon wieder falsch, ne? Die ganze. Gesund? Vielleicht kriege ich jetzt so eine Mandarine als Nachtisch. Ich hoffe nur, du kriegst jetzt nicht sowas Geiles wie Red Bull oder so. Dann wäre ich ein bisschen sickig. Okay. Sickig? Was ist denn sickig? Ja, so angepisst. Ein Donut? Oh, ein Donut. Wow, ich hätte lieber den Burger gehabt. Aber ja, der Burger war geil. Alter. Der sieht wunderschön aus. Hier sind so Strawberry-Stückchen drauf oder so. Oh, ohne Tomate. Aber ist okay. Ochsenherztomate. Nee, das ist eine Fleischtomate, Junge. Die nennt man doch Ochsenherztomate. Du bist mir das Ochsen. Google ich jetzt. Da stand auf dem Zettel Schleischtomate. Das kommt von Schleich. Ach so, Jimmy Blue Ochsenknecht, natürlich. Ochsenherztomate. Das ist eine Ochsenherztomate. Das ist eine Fleischtomate, Junge. Du bist eine Fleischtomate. Oh, oh, mit Füllung. Oh, danke, Lina. Du hast alles wieder gut gemacht. Ich liebe Tomaten, aber das ist es nicht, Dima. Das ist so für spezielle Gerichte gedacht, glaube ich. Leute, kennt ihr Gerichte mit Fleischtomaten? Wozu ist das gut? Bitte auch Ochsenherztomate. Kommentar. Ochsenknecht-Tomate. Ich nehme Kreatin jetzt. Nur am Pupsen. Aber das soll Muskel stabilisieren wahrscheinlich. Fürs Herz auch, weil Herz ist auch ein Muskel. Falls du das nicht wusstest, nimm's auch, okay? Er hat mir seine Nase ins Ohr gesteckt. Es war ganz schön warm da drin, wie zu Hause. Hat sich schön angefühlt. Kann ich da komplett einsteigen? Ich könnte drin schlafen. Dann kannst du für mein Gehirn arbeiten einfach. So weit sind wir schon gekommen. Du musst nicht mal dein Gehirn benutzen. Und zum Rauchen. Rauchen ist nicht gesund. Runde 3. Ich guck dir tief in die Augen, während ich das raushole. Ja, gesund. Lina, wir mögen uns doch. Ey, wir sollten das nächste Mal nicht laut vorlesen, sonst manipuliert sie. Ja, so wie Kniepe damals, ja, Digga. Ja. Ui! Eine Pepsi Mango. Und ich habe nur Evian. Evian? Wie sagt man das? Evian. Evian. Oh, die Frau weiß Bescheid. La Baguette, la Croissant. Ich habe Pepsi Mango. Willst du mal? Den Scheiß brauche ich nicht. Mach mal einen Tornado. Das war aber kein guter Tornado. Entspannend. Sehr lecker. Ja, du wolltest ja nicht. Ja, wollte ich nicht. Ey, warst du im Knast eigentlich? Nee, du? Tätowiert oder was? Oh, neu! Oh, das ist doch mein Gesicht, während ich weine, wie ich dich vermisse. Dein Gesicht habe ich auf dem Arsch. Ja, da passt es auch besser hin auf jeden Fall. Runde 4. Nicht gucken! Ja, umdrehen. Upsala. Ich wollte es! Mit Mayo! Was hab ich? Das ist eine gelbe Drachenfrucht. Das habe ich noch nie probiert. Die sieht doch echt ein bisschen mitgenommen aus. Ich glaube, die hat einen langen Weg hinter sich. Kommen Sie, glaube ich, auch einen langen Weg hinter sich, oder? Das muss man normalerweise hier so aufschneiden in der Mitte, aufmachen. Der schmeckt so wie eine Kiwi, nur noch weniger Geschmack. Die schmeckt besser als die rote Drachenfrucht. Digga, ich hatte einfach komplettes Burger King-Menü. Burger, Pommes und eine Pepsi. Vielleicht möchte die Lina was sagen. Ich weiß nicht. Ist das so eine versteckte Botschaft oder so? Du bist der King. Burger King. Mach dein King. Oh, Lina, ich lasse dir auch eine Hälfte da. Ich sehe schon, das Auge ist am Bohren. Sie macht eher Auge auf die Pommes. Das hat sich gelohnt, Leute. Probier's aus. Boah, das ist krank, diese Frucht. Runde 5. Hier, ich gebe dir einen Zettel. Ich spüre, das ist der längere. Gesund.
Oh, es gibt noch einen anderen Burger. Warum wurde mir das verheimlicht? Donald. Litschis, geil. Ja, versuchst jetzt alles schön zu machen. Hey, ich habe ewig keine Litschis mehr gegessen und ich mag die voll gerne. Also an sich, es sieht das schön aus, aber das Problem ist, der ist mit diesem Beyond Meat und das ist viel zu fest. Das schmeckt einfach zu hart. Ich habe schon alle veganen Burgers ausprobiert, die es gibt. Und das ist das Schlechteste von allen. Danke, gell? Der beste vegane Burger ist eigentlich von Burger King. Boah, Bruder, das riecht unnormal nach Ferdifuchs-Mini-Würstchen, Alter. Burger ist absolut geil auf jeden Fall. Schade, dass ich nicht den besseren bekommen habe. Wieso heißt eigentlich Litschi und nicht Lutschi? Du lutschst die ganze Zeit da dran. Mama Lutschi. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Runde 6. Ungesund. Hast du schon? Nee, ich sag das extra, weil ich krieg ja die guten Sachen. Stimmt, hast du gut gemacht. Bei dir ist schon wieder irgendwie so, boah, was ist das denn? Nein, ich glaube, ich weiß, was das ist. Sie hat schon wieder so gelacht, finde ich gut. Oh, ich mag das doch nicht so gerne. Wieso nicht? Also das Getränk. Boah, Sandonsaft. Besten Saft der Welt, der riecht nach Arsch einfach. 13:56 Uhr. Perfekt. Da kann man sich auch mal einen reintrinken jetzt auf hier. Auf mich. Riech mal kurz. Es riecht nach Arsch, oder? Durchfallreste sind dann im Flaschenhals, siehst du das? Boah, Digga, ist das gottlos. Oh mein Gott, egal. Das ist so sauer. Lina will das bestimmt. Immer wenn sie rauskommt, hat sie den Mund voll. So kleine gelbe Bären. An Bäumen, die neben Stränden wachsen. Genau. In so Dünen wachsen die. Wo ich aufgewachsen bin in Russland, da sind sie auch gewachsen. Man kann in Dünen. Du meinst Dünen, der Film. Da wachsen auch keine. Der Planet ist tot. Runde 7. Ich hab ungesund. Warum guckt sie so? Nein! Sowas wie Twinkie. Nein. Kennt ihr Twinkies von Zombieland? Weißt du, was ich hab? Trüffelkartoffeln. Das riecht unnormal lecker. Sind rohe Kartoffeln nicht giftig? Ja, aber ist doch Trüffel, oder? Sieht aus wie rote Beete da drin. Ja, deswegen habe ich ja rote Beete gedacht. Es schmeckt so glasig, als ob ich auf Glasfasern kauen würde. Und es hat auch weiße Flecken drin. Ich glaube, das ist nicht gesund. Ekelhaft ist das. Da ist auch Erde drin. Perfekte Voraussetzung, um das roh zu essen, oder? Wurden sie gewaschen eigentlich? Ah, super. Weil wir Mund zu Mund machen. Du probierst das auch. Hm? Runde 8. Ich brauche was Neues, um das zu überdecken. Komm schnell. Aber da sind die schlechteren Sachen, die ganzen. Oh, so. Ich glaube, du hast dir da nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Weißt du, wie viel ich mir Gedanken gemacht habe? Schon bei 5 Supermärkten. Und trotzdem leidest du die ganze Zeit. Und übrigens, falls du mich abonniert hast, damit ihr das nicht verpasst, wie ich rohe Trüffelkartoffeln esse, klickt auf Abo. Ist kostenlos. Ach, endlich. Ich sehe was könnte das sein? Oh, wow. Crunchy Cheese Sticks. Ich habe auch was Geiles, und zwar eine süße kleine Baby-Ananas. Wie esse ich das denn ohne irgendwas? Ist tatsächlich sehr lecker. Ich glaube, in der Haut sind ganz viele Vitamine drin, oder? Ich merke, wie das reinknallt. Boah, so ein bisschen Finger. Viel süßer, willst du probieren? Schon gut. Ein bisschen Saft jetzt, komm. Ich bin auf mein Herz jetzt auf die nimm mal. Schon gut. Oh, so süß, oder? Nimm mal auf den Finger jetzt noch was drauf. YouTube hat mich kaputt gemacht, Leute. Normal bin ich. Ich glaube, wir laden die auch bald einfach auf einer anderen Plattform hoch, oder? Mach ich schon eigentlich. Nur ohne dich. Runde 9. Ich weiß nicht mehr, was ich da eingekauft habe, aber viel Gutes ist nicht mehr übrig. Oh. Ah, ja, das hast du nicht geahnt, oder? Jetzt krieg ich was Geiles. Naja. Was ist das denn, das Digga? Das ist so eine... Oh, Himbeer! Das sieht geil aus. Ist das gesund? Ohne Zuckerzusatz. Ich habe so übertrieben fettige, überzuckerte Blätterteig-Süßigkeiten mit Schokoraspeln. Perfekt. Vorzüglich. Schmeckt das nach was? Mmh, nach Himbeeren. Es riecht aber nach Insekten. Riech mal rein kurz. Ja, stimmt. Das war wahrscheinlich vorher so ein Insektentütchen. Das sieht ja überkrass aus. Es ist zu süß. Digga, da ist Nutella drin. Mein Lieblingsprodukt. Ja, nimm das. Ich hätte lieber deins gehabt, glaube ich. Das ist brutal. Wie viel Zucker ist da drin? Ach, nur 40 Gramm. Runde 10. Du hast ein bisschen Farbe bekommen im Gesicht. Ja, ein bisschen, ne? Minimal, nur dezent. Das Schicksal hat entschieden. Och nee, ja, überleg dir das doch mal genau, Lina. Eigentlich. Es ist zwar nicht das Beste, was ich bekomme, aber mich freut es, dass du das bekommst. Ist es originalgetreu? Ja. Ich habe oha etwas Neues von Reese's. Sieht aus wie Smarties. Einfach reinbeißen, würde ich sagen. Hab die noch kurz umgebracht. Guck mal, wie viel er abgenommen hat. Ich meine, abgebissen. Abgenommen war er letztes Jahr, ne? Gelb, orange und braun. Sieht aus wie Durchfall. Natürlich mit Butter. Wer hat das schon mal? Erdnussbutter. Love it. Guck mal, wie die jetzt schon braun wird. Ist so krass, wie schnell die braun werden, ne? Guck mal. Oh, du bist so stark. Oh mein Gott. Sieht aus wie eine Wolke, Freunde. Wunderschön. Das geht zurück zu Lina. Lina, ich lasse dir den Rest übrig, ja? Guten Appetit. Danke. Komm mal kurz.
Hier noch. Damit möchte ich mir nicht mehr meinen Mund abputzen. Runde 11. Nee, jetzt schüttel ich mal hier. Was sagt das Universum? Das Universum sagt das. Aber jetzt kommen nur noch gute Sachen, glaube ich. Die Aubergine war auch gut, ne? Ist giftig, wenn man die roh isst, genau. Das glaube ich nicht. Das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube, ich merke schon im Bauch. Ich glaube nicht, dass das an allem anderen liegt, was ich gegessen habe. Es liegt nur an der Aubergine. Oh, ich habe was zu trinken auf jeden Fall. Was ist das? Ist das Bier? Das sieht nach Alkohol aus auf jeden Fall, aber das Design ist ja übel cool, oder? Was hast du da? Ich habe Hagebutte mit Apfelaroma. Geil, Digga, das hätte ich viel lieber, sage ich dir ehrlich. 5% irgendwas und 33 irgendwas. Klingt gut. Ist das so ein bitteres Bier, so ein Starkbier? Nee, so mit Tropical Taste. Oh ja, schön. So richtig amerikanisch einfach. Du wolltest grad doch das lieber, oder? Nee, hab ich nie gesagt. Ich sehe dich gerade mit so einem Hula-Hoop tanzen auf dem Strand in Hawaii. Das ist wirklich asozial eklig. Ist gut? Hier steht ab 5. Monat. Wenn man das trinkt, ist man im 5. Monat schwanger, glaube ich, mit Hagebutte. Schmeckt auf jeden Fall mega geil. Ja, ist echt lecker. Probier weißt mal. Du? Boah, das ist... Ja, sag ich doch. Da ist Hagebutte doch wieder geil, ne? Weißt du, was ich früher immer gelesen habe? Hagebutte. Und ich habe nicht verstanden, was ist das für eine komische Butter, Alter? Ah! Digga. Ah! Hagebutte hat es in sich, oder? String! Guck mal, ich werfe jetzt eins hoch. Und das, was ich hochwerfe, fängst du und das deins. Oh, stark, oder? Der Trickshit-König. Trickshit-König. Nicht gucken, warum gucken sie die ganze Zeit? Oh, True Crime? True Crime. Plastikfreier Kaugummi, verbesserter Geschmack, Minze, zuckerfrei, okay. Das heißt, alle anderen Kaugummi sind mit Plastik? Junge, der sieht aus wie Marshmallow. Ehrlich gesagt, das erste Mal in meinem Leben, dass ich Huba Buba esse. Echt? Die gab's in Russland nicht. I like diese. Geschmack ist Strawberry. Lecker. Die sind lecker. Mhm, die sind auch lecker. Was ist für ein Geschmack? Minze. Trash. Wenn du Kaugummi kaust, bist du so ein Schmatzer oder ein Gechillter? Ein Gechillter. Ja, das macht aber echt viel Speichel drin. Weißt du, wann das hilft? Da sind deine Eingedärme drin? Digga, du hast gerade mit dem Tuch, mit dem ich deinen Arsch abgeputzt habe, hast du deinen Mund rein. Weißt du, das ist der natürliche Kreislauf des Lebens. Der alles schließt sich irgendwann. Ja. Wer hatte die Arschkarte heute? Du. Ah, wobei, ich hatte die Aubergine, die war auch nicht so gut. Ja, das war brutal, aber ich hatte mehr Arschkarte. Ich schmecke immer noch die Trüffelkartoffel in meinem Zwischenzahn. Die Trüffelkartoffel hast du? In dem Zwischenzahn ist noch ein bisschen was hängen. In dem Zwischensack? Ja. Wenn ihr den zweiten Teil des Formats sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, damit ich sehe, dass ihr Bock drauf habt. Schaut euch die Videos an, die hier eingeblendet werden. Und ansonsten, bis dahin. Bleibt schön. Gesund. Und gut drauf. Tschüssi. Tschüss.